Herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem Video. In dem Video möchte ich euch noch ein bisschen was genaueres zu Nintendo Xmas Mall Tour sagen. Wann ich da sein werde und alles drum und dran. Ich hatte, glaube ich, vor 2 Wochen war es, hatte es ja schon mal genaueres gesagt, wann ich, diese Satanens da bin. Also an welchen Tagen das ist, aber ich habe noch nichts genaueres gesagt, wann, wie und wo. Und das müsste ich jetzt an dieser Stelle ganz einfach nochmal erklären. Damit vor allem die kommen genau wissen, wo ihr mich treffen könnt und ich erkläre aus, was es da gibt. Denn es gibt ein Gewinnspiel seitens Nintendos, von dem ich zwar nicht viel zu tun habe, ich aber mitmachen kann und mitmachen werde. Und das erkläre ich euch jetzt. Also, ne, ihr wisst ja, in den Nojima-Karten gibt da zu Weihnachten diese Nintendo Xmas Mall Tour. Habe ich das schon mal erklärt in meinem anderen Video, was ich vor 2 Wochen hochgeladen habe. Und diese ist eben so ein Event, was durch 10 deutsche Metropolen geht, wo jeweils an Freitag und Samstag, also Wochenenden, da Events sind. Und der erste Teil war schon und jetzt ist eben am 1.12. und 2.12. in München in den Riemarkaden. Und ich werde eben auch da sein und da tue ich euch jetzt alles erklären. Also, ihr seht jetzt auch hier nochmal im Hintergrund, diese Nintendo Xmas Mall Tour findet dieses Jahr in den Riemarkaden am 1. und 2.12. statt, jeweils von 10 bis 20 Uhr. Ich werde, wie gesagt, auch da sein und zwar am Freitag von 15 bis, also so, ich komme irgendwie das Wissen, ja, 15, allerdings da leider nur bis 17 Uhr, weil ich dann zurück muss, weil es dann bei mir in der Schule einen Weihnachtsmarkt gibt, wo es hin muss. Dementsprechend bin ich am Freitag von 15 bis 17 Uhr da, also leider nur 2 Stunden. Und am Samstag bin ich höchstwahrscheinlich von Mittag, also so 12 Uhr ungefähr, bis 16 Uhr da. Ne? Nachdem es Bock macht und so weiter, bin ich halt da. Und ja, das Ganze ist wie gesagt im Riemarkaden in München. Das ist der Willy-Brandt-Platz 5 in 81929 München. Freitag, wie gesagt, 15 bis 17 Uhr nur. Und am Samstag, der 2.12. ist das, bin ich von 12 bis 16 Uhr da. Ja, aber ihr könnt natürlich nicht nur mich da sehen, sondern ihr könnt auch Spiele spielen. Ne, neue Spiele für Nintendo Switch und 3DS, Odyssey, FIFA, weiß da Geier was. Also ihr könnt Spiele ausprobieren. Aber ihr könnt natürlich nicht nur Spiele ausprobieren, sondern jetzt kommen die Let's Player dazu. Es gibt ein Gewinnspiel von Nintendo und zwar könnt ihr, und das ist jetzt zumindest die Leitung von Nintendo, der ist zwar nicht persönlich vor Ort, aber ihr könnt Gameplay aufnehmen. Und also könnt vor Ort Gameplay aufnehmen. Das Equipment ist da. Und wenn das Gameplay aufgenommen ist, sich das Nintendo und Nintendo angeschaut hat und die sagen, ja, es ist cool, dann werdet ihr quasi gesponsert, mehr oder weniger. Das heißt, Nintendo tut das Video auf seinem Kanal hochladen, Nintendo tut das hören. Das heißt, ihr bekommt für euren Kanal deutlich, deutlich mehr Abonnenten, ne? Und da möchte ich definitiv auch mitmachen und einfach mein Bestes probieren. Und dann nehme ich vor Ort die Gameplay auf. Wenn er nicht hochlädt, dann ist es wenigstens hoch. Und es ist ja immer eine coole Stimmung. Und jetzt wird das ganze Vlogen wird an beiden Tagen da sein. Jeweils mit anderen Freunden. Das wird richtig, richtig nice vor Ort. Es gibt allerdings eine Einverständniserklärung, um mitmachen zu können. Braucht sie ja. Müsst ihr einmal über 12 sein. Und wenn ihr noch unter 18 seid, braucht ihr entweder Eltern direkt vor Ort oder eine schriftliche Einverständlichkeitserklärung der Eltern, dass ihr da Let's Plays machen dürft. Ganz wichtig, diese Aktion mit den Let's Plays ist nichts von mir. Alles in der Obhut von, in Münzenfalle, Nintendo und Nintendo. Ich habe damit gar nichts zu tun, ich mache da jegliches mit und erzähle euch gerade, was eben auf dieser Nintendo Xmas Mall Tour geboten wird. Ich mache da mit und hoffe, dass mein Kanal, wer weiß, irgendwie bekannter daraus wird und habe halt einfach Spaß, ne?
Das Einzige, was von meiner Seite her ist, ist eben, dass ihr mich zu bereits genannten Uhrzeiten treffen könnt. So. Mich würde freuen, wenn ihr kommen würdet, ne? Und man kann auch irgendwie auch Sachen gewinnen oder so. Weiß ich nicht genau. Mich würde auf jeden Fall freuen, wenn ihr kommen würdet, ne? Ihr wisst jetzt Bescheid, was Sache ist. Und ich denke, das ist auch ein relativ cooler Start in die Weihnachtszeit, definitiv, ne? Und ich würde auf jeden Fall das Gameplay, was dort aufnehmen, auf meinen Kanal hochzuladen, müsste auch funktionieren. Ich hoffe, es kommt zahlreich und wir sehen uns dann in München am 1. und 2. Dezember. Ist ja schon diese Woche Freitag und Samstag, weshalb ist das Video jetzt auch heute. Ist noch leider Montag. Ihr wisst Bescheid. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen von dem Video. Wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, liebe Leute. Wirklich, es ist einfach die geilste Zeit im Jahr. Ungelogen. Also, ich hoffe, ihr seid zahlreich, wenn ihr in der Nähe von München wohnt. Wenn nicht, um Gottes Willen, kommt bitte nicht irgendwo von Köln mal was der Geier runtergefahren. Nein. Ihr habt auch noch genügend Gelegenheit, mich zu treffen. Es gibt öfter solche Events für Nintendo, wo ihr mich treffen könnt. Ich werde probieren, öfters auch da zu sein, wenn große YouTuber solche Events machen. Einfach, weil ihr da auch eher was Ähnliches da seid. Gamescom und so weiter. Also ihr habt erst genügend Gelegenheiten, mich zu treffen. Okay, also nicht traurig sein, wenn das jetzt nichts wird, ne? Aber München ist ja direkt in meiner Nähe, bietet es an, ne? Weil ich gibt's ja noch an 10 weiteren Städten, ne? Berlin und so weiter auch, aber es fahrt nicht hoch nach Berlin. Bin ja nicht dumm. Also, geht es auch zeitlich gar nicht aus, ne? Aber Fakt ist, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit doch mit dem Video jetzt. Und ich glaube, das wird übelst nice am Wochenende. Freue ich mich richtig drauf. Ich weiß noch nicht, welche Freunde ich mitnehme, aber wahrscheinlich den Mr. Snow, also den Robin, einen Tag dabei sein, muss es halt alles noch sauen. Soweit sage ich, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!